Moin, herzlich willkommen liebe Leute, Let's Play Gold Rush The Game. Neue Runde, neues Glück. Ob es Glück wird oder das Ende von Gold Rush, das sehen wir jetzt gleich. Und zwar fahren wir jetzt wieder in die Stadt. Wir haben eine ganze Menge Gold auf Tasche. Das sollte uns, ich sag mal, locker 400.000 in die Kassen spülen, wenn wir gleich das Ganze eingeschmolzen haben und verkauft haben. Und dann wollen wir nochmal gucken, wie das aussieht mit den Teilen. Weil ich habe, also ne, irgendwann verliert man die Lust mit dieser Hin- und Herfahrerei. Einfach nur Dämmerung, Dämmerung, Dämmerung. Wir sind schon bei Tag 121. Und wir haben natürlich jetzt gesehen, für jeden Slot, also ich sag mal jeden Platz auf dem Claim, die große Waschrinne besteht ja aus etlichen Einzelteilen. Ne? Also Rinne, Waschtrommel und so weiter. Noch eine Rinne und noch eine Rinne und dieses andere Teil und der Rütteldings. Und noch hier, dann brauchen wir noch das Förderband und diesen Einfüll. Stutzen, wie auch immer, dann brauchen wir noch den, weiß es denn, den großen hier Trailer, der Kipper. All das brauchen wir noch. Das ist richtig, richtig viel. Und wenn wir da jetzt noch 10 Plätze so nach dem Motto freischalten müssten, sich der Preis immer um 50% erhöht, sind wir bei 3 Plätzen, nachher schon bei 300.000, 400.000, die wir nur brauchen, damit unser Claim noch ein bisschen Platz hat. Wer hat sich diese Idee, also wer hatte die Idee? Ich verstehe es nicht. Was hat man sich dabei gedacht? Hätte man nicht einfach sagen können, okay, pro neuen Platz kostet zum Beispiel 5.000. Wo man dann sagt, ja okay, es war nervig, aber kann man bezahlen. Aber jetzt muss ich schon, was hatten wir gerade eben gestern oder vorgestern schon gewesen, ne, gesehen, 70.000 müssen wir dafür bezahlen, alleine, dass wir ein Stück von der Waschrinne anliefern lassen können, damit wir Platz haben auf unserem Claim. Und der wird jetzt ja wahrscheinlich nicht weg sein, sondern er wird immer noch verballert sein, der Platz. Und das macht aus meiner Sicht null Sinn. Wir brauchen also tatsächlich eine knappe 500.000 nur, um den Platz freizuschaffen. Also, macht keinen Sinn. Klar, wir können das so auf dieses Goldschmelzen-Spiel weiter... Was ist das jetzt hier? 336 Unzen. Klar, wir können das Spiel so weiterspielen. Verkaufen das Ganze, dann mache ich mal 100 Mal Dämmerung. Machen. Sind wir bei Tag 200 wahrscheinlich nachher, der Season 2. Aber dann hat man ja auch ehrlich gesagt nicht mehr so den richtigen Spielspaß. Also das mit dem Season 2, da haben sie echt ein bisschen was kaputt gemacht, finde ich. Ist eine lustige Idee, aber nicht zu Ende durchdacht. Echt nicht durch, also immer, ja, weiß ich nicht. Bei mir passieren ja bei der Karte auch Fehler, will ja gar nicht sagen, aber das ist ja ungeschickt. Juhu, 430.000 Goldbarren. Dann kommen wir jetzt halt zum Händler und uns wahrscheinlich freuen, dass das alles nicht so funktioniert, wie wir gerne hätten. Dann fahren wir wieder zurück zum Claim, machen wieder 100 Mal Dämmerung. Dann haben wir 1 Million oder 2 Millionen nachher auf dem Konto. Und dann kaufen wir uns einfach nochmal alles, lassen alles zum Claim liefern. Freuen uns noch 1, 2, 3 Folgen dafür, dass wir einfach nochmal alles testen können. Und dann war es das auch. Ihr merkt schon. Meine Motivation aktuell für Gold Rush nach diesen Chosen hier sind recht überschaubar. So. Sind hier alle, oder? Wir hatten noch schon eine Menge bestellt, genau. Also, wir könnten jetzt die Waschrinne zum Claim bringen. Und schon haben wir hier wieder 10. Toll, ne? Jetzt müssten wir wieder upgraden. Kostet uns ja nur 76.000. Dann könnten wir jetzt hier eine Waschrinne hinbringen. Oder die Trommel. Guck mal, ist wieder voll. Müssten wir upgraden, kostet uns jetzt 115.000. Können wir wieder eine Waschrinne hinbringen, zum Beispiel die TDJ, was auch immer das bringt. So, müssen wir wieder upgraden, kosten nur 172.000. Und das ist doch sowas von sinnfrei, Leute. Krasser Scheiß. Nicht durchdacht. Den können wir für 159.000 kaufen, dann hätten wir noch knapp 100.000 über, um unser Dämmerungsspiel nochmal zu spielen. Aber ich weiß nicht. Ist natürlich auch echt blöd, ne, jetzt zu sagen, jetzt aufzuhören. Auf jeden Fall, was ja schon mal definitiv klar ist, Gold Rush, heute die letzte Folge sozusagen im Tagesrhythmus. Heute Sonntag, normalerweise haben wir Sonntag immer Cleanout gehabt. Ist nichts Cleanout diesmal, ist nichts zum Auscleanen. Wir haben kein Material verarbeitet die ganze Woche über. Ich bin eigentlich immer nur hin und her gefahren, zwischen Dämmerung hin und her, ein bisschen Maschinen gekauft. Klar, unseren Fuhrpark haben wir um 1, 2 Geräte erweitert, aber ich weiß nicht. Ich mache das jetzt so ein bisschen von euch abhängig, was ihr sagt. Wenn sowieso, ne, gibt es Gold Rush erst nächstes Wochenende wieder.
Das heißt, ich habe ein paar Tage Zeit vorher und dann gehe ich mal ein bisschen auf eure Kommentare drauf ein, eure Meinung. Also jeder, der hier reinschaltet, wird ja irgendwie eine Meinung haben und sagt, oh komm, leg noch mal ein paar Folgen dran, zeige noch mal die ganzen Geräte. Wollen wir schon gerne noch mal sehen, auch wenn natürlich so ein bisschen der Sinn des Spiels, dass man hier Geld verdient und erweitert, ist irgendwie ein bisschen seit Season 2 verloren gegangen, ehrlich gesagt. Vielleicht gibt es dann auch schon wieder einen neuen Patch, dass es sich dann noch mal lohnt, das Spiel anzuwerfen. Oder sagt ihr auch, nö, hast recht, spiel mal lieber andere Let's Plays, spiel deine anderen Spiele und leg Gold Rush in die Ecke, so ungefähr. Schade eigentlich. Das Spielprinzip finde ich gut, aber die haben tatsächlich jetzt wieder ein bisschen was kaputt gepatcht. Haben sie ja schon mal hingekriegt, aber diesmal haben sie ja wieder echt einen Bock abgeschossen, so ungefähr, ne, mit diesen Verdopplungspreisen. Da haben die echt nicht nachgedacht, weil wenn man sich diese große Waschanlage kauft und seinen Fuhrpark hier hat, sage ich es gerne nochmal, zahlt man eine 500.000, einfach mal geschätzt, um alles hier auf den Claim zu kriegen. Aber macht man sowas? Habe ich es gar nicht mehr bestätigt von eigentlich? Ist alles noch da geblieben? Kann sein, weil ich einfach genervt bin von diesem Prinzip. Weil normalerweise jetzt hier die Wascherin sein müssten, die Waschtrommel, das könnten wir dann alles noch anbauen, aber wozu? Ich sehe aktuell keinen Sinn mehr da dran. Ich könnte die Goldmap noch ein bisschen bohren, ein bisschen mehr gucken. Ansonsten haben wir natürlich hier unser Dämmerungsding. Wir sind jetzt bei 121. Ich gehe jetzt einfach immer weiter in die Dämmerung, bis noch mehr Dämmerung und vielleicht nochmal in die Dämmerung. Und das machen wir jetzt 10 Minuten lang. Das macht bestimmt auch richtig Spaß beim Zuschauen, kann ich mir vorstellen. Dämmerung, Dämmerung, Dämmerung. Guck mal, da haben wir... Ich muss kurz warten, ne, weil der Autosave macht. Hat gar nichts gebracht. Also wir kriegen hier 580 Gramm sowieso an Gold jeden Tag. Durch unsere ganzen Helfer. Und die möchten, also es gibt auch schon wieder Leute, die für uns arbeiten möchten. Aber das ist immer so viel dummes Personal, das lohnt überhaupt nicht einzustellen. Und so würden wir das jetzt wieder Stück für Stück durchmachen. Wir warten immer kurz, bis diese Meldung kommt. Machen Dämmerung, drehen uns einmal im Kreis. Jemand möchte für dich arbeiten, ich will ihn aber nicht anstellen. Kannst du mal bitte aufhören, mich jeden Tag damit zu nerven? Am Anfang wollte ich es ja noch wissen. Season 2, ne? Ist echt ein Reinfall. Sorry, wenn ich so sage. Ist ja auch persönliche Meinung, ne? Kann ja auch viele sagen, nö, ach, ist auch passt schon. Mach mal weiter, so wie es jetzt ist. Wie gesagt, wenn, gibt es nächstes Wochenende eine neue Folge. Aber ich denke, dass es heute auch das Ende sein wird. Weil, ja, was bringt das uns noch? Ich kann jetzt hier noch ein bisschen länger rumstehen. Ich kann mir noch einmal den Kipplaster kaufen. Dann haben wir den hier aber nochmal mehr Teile kaufen, damit wir irgendwann die Waschrinne voll haben. Einmal ein bisschen was auszubaggern, um es dann in die große Waschrinne reinzukippen und am Strich wieder ein bisschen Gold rauszukriegen. Könnte man machen, aber wozu noch? Um weitere Claims zu kaufen. Diese horrende, die uns ja eigentlich schon gehört haben, Pine Valley, auch wenn wir es günstig gekriegt haben in Season 1, das ist halt ein Schnäppchen. Und jetzt ist es in Season 2, ist es ja fast unbezahlbar. Klar, wir haben gesehen, da ist eine Menge Gold in so einem Quadrat drin. Also wenn man das komplett ausgebaggert hat mit 15.000 Gramm, kriegt man ja doch knapp 600.000 aus einem so einem kleinen Quadrat raus. Also das Geld steckt hier im Boden, definitiv. Kann man nicht anders sagen. Und ja, vielleicht sagt ihr auch, bohr doch nochmal, mach mal die Karte komplett, dass man sieht, so nach dem Motto, wo am meisten Gold zu finden ist. Irgendwie stimmt doch hier was nicht. 10.000, na gut, jetzt haben wir wieder 400.000. Jemand möchte für dich arbeiten. Ja, ich weiß, die möchten gerne für mich arbeiten. 6.000 zahlen wir aktuell an Arbeitergehälter pro Tag. Das heißt, ich könnte jetzt hier noch froh munter 20 Days dieser Season rumkriegen. Dann sind wir schon bei Tag 161, haben nachher so an die hochgerechnet 20.000 bis 30.000 Gramm in Gold. Vielleicht hätte ich das nicht auf diese Art machen sollen, aber... Ihr habt es ja mitgekriegt, ich hatte keine Lust, wieder komplett von vorne anzufangen bei dem Spiel. Schade eigentlich mit diesem Patch und Season 2. Also, ich kann mich gerne nochmal drüber aufregen, aber macht ja eben auch keinen Sinn. Ne? Was ist daran schiefgelaufen, meiner Meinung nach nochmal? Ihr könnt ja anderer Meinung sein. Würde mich auch freuen, wenn ihr eure Meinung dazu einfach kundtut in den Kommentaren. Auch wenn es vielleicht die letzte Folge Gold Rush The Game ist und das hier natürlich gerade nicht so spannend ist. Meiner Meinung nach hätte man bei Season 2... einfach sein vorhandenes Equipment mitnehmen sollen. Die Claims, die man schon hatte, sollte man weiterhin besitzen.
das Geld, was man auf der hohen Kante hatte, die Schulden, die man hatte, einfach mitnehmen. Das kann auch nicht so schwer sein. Also wenn man einen neuen Spielstand anfängt, das mitzunehmen, man muss ja nicht alles. Also ne, meinetwegen hätte der Claim wieder so sein können wie jetzt, unbearbeitet. Okay, ist natürlich auch nervig, aber hätte man mit leben können. Auch man hätte alles wieder aufbauen können an Kleinkrams. Es muss nicht zwingend wieder so aufgebaut sein, wie man es hatte. Andere Variante, dass man bei diesem Umzug im Hotel, wenn man dann zu Season 2 wechselt, einfach sagt, okay, hier, du hast so und so viele Fahrzeuge, das hat so und so viel gekostet, hier hast du so und so viel Geld wieder. Okay, kann man machen. Dann hat man das alles, dann hat man den Stand, den man vorher hatte und alles ist gut und schön. Macht ja viel mehr Spaß, dann auch von da an wieder weiterzuarbeiten. Aber ja, zusätzlich natürlich dieses Thema mit den Upgrade-Plätzen, die völlige Verwirrung, 50%ige Preisaufschlag pro haben. Am Anfang kostet es, haben die sich toll überlegt. Ich glaube, was war das erste? 1500 oder so, ne? Dann kostet der nächste irgendwie 2000 und der nächste kostet 3000 und der nächste kostet dann 5000 und dann 7000 und dann 12.000, 20.000, 30.000, 50.000. So, um jetzt einfach nur ein paar Zahlen zu sagen, da haben sie, glaube ich, nicht diesen, ja, man kann es ja fast Zinseszinseffekt nennen, ne? Schneeballsystem, wie auch immer, Schneeballprinzip, das artet ja völlig aus. Das ist ja nicht mehr bezahlbar. Und wir haben es jetzt gesehen, damit wir unsere, nur alleine diese große Waschanlage aufbauen, müssen wir 500.000 ausgeben, damit wir hier Platz auf unserem Claim haben. Wir haben noch den Platz. Guck doch, oh, hier kann auch noch 1000 Geräte stehen. Warum muss man da jetzt so einen Upgrade-Platz einbauen? Mann, Mann, Mann. Ja, ihr merkt schon, ich bin hellauf begeistert. Echt schade. Transport kann man nochmal freischalten. Hier, drei Plätze hätten wir noch. Lagerraum, ist gar nichts mehr da jetzt hier, oder was? Ach, hier wird das nicht gezählt. Das ist auf jeden Fall ein Bug. Also so viel können wir uns jetzt schon mal sicher sein. Es wird ein Bug sein. Ich könnte jetzt erstmal wieder zum Gold tauschen gehen hier. Vor allen Dingen, wo sind das einmal? Angeblich ist ja alles da, laut der Übersicht. Ich sehe aber hier nichts. Liegt hier irgendwo was rum? Nö, hier liegt auch nichts rum. Verbaut ist es auch nicht. Also, wir fahren jetzt noch einmal zum Gold eintauschen, Gold schmelzen, damit wir einmal nochmal so einen schönen Goldbarren in der Hand halten können zum letzten Mal. Ich lasse dir das Spiel jetzt erstmal patchen, wahrscheinlich die nächsten Wochen, Monate, und dann würde ich es irgendwann wieder spielen. Vielleicht gibt es dann, wie gesagt, in der Hoffnung eben irgendwann Gold Rusher Game hier Teil 2. Multiplayer, weil das würde dem Spiel nochmal einen großen Hype verschaffen, wenn es dann noch ein bisschen, ne, gefixt wird, was diese Sachen angeht, die wir schon erwähnt haben, mehrmals. Ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen. Riecht man sich ja jedes Mal, riecht man sich mehr auf, wenn man das sagt. Aber dann ist es eben so. Es gibt ja jetzt auch neue Let's Plays auf meinem Kanal. Der eine oder andere hat es ja vielleicht schon gesehen. ETS 2, Planet Coaster und ja, Platz 3 steht ja noch nicht ganz fest. Demolition in Build oder Skiregion Simulator. Eins von den beiden wird es wohl werden. Das andere ist unwahrscheinlich. Ist ja nur noch, jetzt, ihr wisst ja sozusagen, wenn ich das hier aufgenommen habe. Es war tatsächlich noch im letzten Jahr. Morgen ist bei mir. Morgen ist in Wirklichkeit Silvester. Aber hier, wenn ihr die Folge seht, haben wir schon wieder die erste Woche im neuen Jahr rum. Und wie gesagt, kann gut sein, ne? Die werden ja auch, die Entwickler waren wahrscheinlich auch ein paar Tage Urlaub gehabt, werden zwischen den Tagen knapp besetzt sein. Das war auch dieses Projekt, glaube ich, haben die Entwickler vielleicht nicht mitgerechnet, dass es ja so eine Hype erfährt, so gut läuft. Und an sich natürlich ein gutes, du hast zu wenig Geld. Was kostet, wie viel habe ich denn? 7.000. Ach, im Ernst. Machen wir das so. So, 617 Unzenbarren. Der mega riesen Goldbarren. Cool. Ne, umso größer werden die. Irgendwann werden wir so einen Goldbarren, der vielleicht so groß ist wie das Auto. Da
trotzdem schade. Also ich hätte schon noch Lust gehabt auf ein bisschen was und kann auch sein, wenn die noch eine Menge patchen, dann werde ich noch mal ein paar Folgen dranlegen. Also ich nenne es jetzt noch nicht pauschal die letzte Ende-Folge, nur vorübergehend auf Eis gelegt wird auf jeden Fall das Projekt, weil so ist es mir zu nervig. Wir können das jetzt gleich aus Spaß noch mal upgraden, aber es kostet auch so für wahnsinnig viel Geld. Andere Alternative, wir kaufen uns einfach den Claim, geben wir ein bisschen weniger ab, hier 600.000 kostet. Wir können ja verkaufen für 785.000. Sieht ganz gut aus auf dem Konto, ne? 785.000. Wir haben jetzt immer noch 2.300 Gramm Gold, was ja nochmal 80.000 oder so entspricht. Wir sind auch schon beim 158. Tag angekommen. So, mal gucken, ob das von hier genauso aussieht, ob das vorher jetzt alles angeblich beim Claim ist. Im Lagerraum. Oder wo ist der Lagerraum? Hier ist doch alles im Lagerraum. Zack. Trommel noch dahin. Waschrinne noch dahin. Bestätigen. So, und jetzt würde ich halt den hier zum Beispiel noch kaufen wollen. Hinzufügen, 159.000. Ich weiß auch nicht, ob wir hier alles andere schon haben jetzt oder ob noch irgendwas fehlt. Genau, den wollte ich ja gerne haben. Den würde ich gerne haben. So, jetzt rechnen wir uns den ganzen Spaß mal hoch. Warte mal, Andi, die sind noch nicht verfügbar. Das andere ist jetzt da. Also ich glaube, das wäre das Schlimmste. Ne? Das wäre das meiste, was wir bräuchten. Ich kann es dann nochmal kaufen, nur aus Spaß. 293.000. Und jetzt brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5 Plätze. 172.000 für einen Platz, 259.000 für einen Platz und den nächsten können wir schon gar nicht mehr leisten, weil jetzt haben wir nur noch 58.000. Ist es nicht lächerlich? Jetzt haben wir 14 Plätze frei. Ich könnte zum Beispiel den Kipplaster kann ich noch dahin bringen und die Waschrinne. Aber macht das Sinn? Ach, Waschrinne habe ich gesagt und den Kipplaster. So, bestätigen. Jetzt haben wir noch 56.000. Tief durchatmen und sagen, Mist. Echt schade, ne? Vor allen Dingen, hier haben sie irgendwelche Geräusche reingepatcht. Hier ist aber trotzdem kein Mensch. Nichts Animiertes, keine Person, die irgendwo rumsitzt, auch wenn sie sich nicht bewegt. Einfach so eine statische Figur. Würde ein bisschen mehr hergeben, als einfach Geräusche zu machen. Ich laufe jetzt zu Fuß zu Pine Valley. Traurig, dass ich den Claim nicht mehr besitze. Ja, also mal schauen. Ne? Wenn sie das Spiel jetzt nochmal ein bisschen ordentlich patchen, dann würde ich sagen, nehmen wir das nochmal auf. Aber so, also ach, ich kann das noch dreimal machen mit dieser Dämmerung, damit wir irgendwann den ganzen Platz haben. Und da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Gold schmelzen. Jetzt haben wir hier so einen schönen kleinen Goldbarren nochmal mit. 74,5 Unzen oder so. Aus wie viel Unzen besteht denn so ein Goldbarren? Ein richtiger Goldbarren, diese Standard-Goldbarren. Ich weiß es nicht. Ansonsten natürlich danke ich natürlich euch allen. War ein ganz schönes Projekt, fand ich. Gold Rush the Game. Habe auch gesehen, also bei euch kam es ja auch ganz gut an. Auch wenn es zwischendurch ein bisschen baggerlastig war. Waren ja doch viele immer mit Spaß dabei. Freue mich auf jeden Fall. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr in den anderen Let's Plays reinschaltet. Und natürlich, vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal ein Wiedersehen. Bin auch auf eure Kommentare zu dem Thema gespannt. Und dann gehen wir zum letzten Mal zur Bank. Verkaufen den Goldbarren hier nochmal für 95.000. Haben noch ein bisschen Geld. Und dann vielen, vielen Dank, Leute. Lasst es euch gut gehen. Und dann sehen wir uns in anderen Let's Plays wieder. Bis dahin und tschüss.